Timeline, die Zeitlinie, ist das nächste Thema. Und das ist eine wunderbare Technik, um ressourcenorientiert zu arbeiten und zum Beispiel zu coachen oder Lebensziele, die in der Zukunft erreicht werden sollen, wie beispielsweise berufliche Erfolge, Prüfungsvorbereitungen oder auch sportliche Leistungen zu visualisieren. Zur klassischen Krankenbehandlung ist diese Technik eher weniger geeignet, aber gut zur Lösung privater und persönlicher Konflikte. Man kann diese Übung entweder im Sitzen oder im Stehen machen. Ich mache sie gerne im Stehen, dann kommt ein bisschen Bewegung rein. Und zu diesem Zweck markiert man in der Praxis 3 unterschiedliche Punkte. Und stellen Sie sich jetzt einfach mal, während Sie diese CD hören, irgendwo hier entspannt hin. Wenn Sie diese CD beim Autofahren hören, dann halten Sie vielleicht an, gehen Sie auf den Parkplatz, machen Sie das Radio laut, das Fenster auf und machen Sie das auf dem Autobahnparkplatz. Sie können diese Timeline also überall anwenden. Stellen Sie sich einfach mal hin und schließen Sie für einen Moment die Augen. Und stellen Sie sich jetzt etwas vor, das Sie gerne erreichen möchten. Und stellen Sie sich vor, dass Sie sich jetzt in der Gegenwart befinden. Stellen Sie sich das heutige Datum vor, der Zeitpunkt der Veränderung, der Tag, an dem Sie beschlossen haben, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, um Ihr Ziel zu erreichen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Ziel Aufbau einer erfolgreichen Praxis. Heute ist also der Tag X und der Tag der Veränderung, der Tag, an dem Sie beschlossen haben, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, um Ihr Ziel, eine erfolgreiche Praxis zu führen, erreicht zu haben. Gehen Sie jetzt bitte 3 Schritte zurück und Sie befinden sich jetzt in der Vergangenheit. Niemand außer Ihnen weiß, wie weit in der Vergangenheit. Sie befinden sich in der Vergangenheit an einem Zeitpunkt, an dem Sie schon einmal etwas erreicht haben, das Sie unbedingt erreichen wollten. Vielleicht ist es eine Prüfung, die Sie erreichen wollten. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Ziel, das Sie erreicht haben. Vielleicht sogar etwas, bei dem niemand, Sie eingeschlossen, dachte, dass Sie es erreichen werden. Etwas, bei dem Sie sehr stolz waren, dass Sie es erreicht haben. Achten Sie noch einmal darauf, wie Sie sich damals gefühlt haben. Holen Sie diese positiven Gefühle von damals hoch, lassen Sie sie noch einmal lebendig werden. Erinnern Sie sich an die Situation, an das, was Sie damals gesehen, gehört, gefühlt, vielleicht sogar gerochen oder geschmeckt haben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dieses Gefühl noch einmal live zu erleben. Nehmen Sie jetzt einen tiefen Atemzug. Nehmen Sie dieses Gefühl mit und gehen Sie 6 Schritte geradeaus. So, Sie befinden sich jetzt in der Zukunft. Niemand außer Ihnen weiß, wie weit in der Zukunft. Sie befinden sich in der Zukunft an einem Zeitpunkt, an dem Sie Ihr Ziel, eine erfolgreiche Praxis zu führen, erreicht haben. Sie fühlen sich genauso wie damals in der Vergangenheit, als Sie schon einmal das erreicht haben, was Sie unbedingt erreichen wollten. Sie fühlen sich saugut, stolz, selbstbewusst, erfolgreich. Stellen Sie sich also vor, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Vielleicht arbeiten Sie von zu Hause aus, vielleicht haben Sie eine Praxis, vielleicht irgendwo einen Raum angemietet, vielleicht machen Sie Hausbesuche. Wie sieht Ihre Hypnose-Praxistätigkeit aus? Schauen Sie sich das genau an. Ihr Arbeitsumfeld. Schauen Sie sich an, ob Sie allein oder mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Schauen Sie sich die Einrichtung an, die Kleidung, die Sie tragen. Schauen Sie sich Ihr Praxisschild an, Ihre Visitenkarte, Ihre Informationsbroschüre, Werbeanzeigen. Stellen Sie sich vor, wie Sie Ihren Arbeitsplatz betreten, die Räume, in denen Sie arbeiten, wie Sie hineinkommen, wie das dort alles aussieht, die Möbel, der Bereich, in dem Sie Ihre Klienten hypnotisieren. Stellen Sie sich vor, ob Sie Schwerpunkte haben, ob Sie Heilkunde betreiben oder Hypnoseanwendung außerhalb der Heilkunde. Schauen Sie sich genau um. Schauen Sie sich Ihren Anrufbeantworter an, wie er blinkt, weil neue Klienten Termine vereinbaren möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie diesen Anrufbeantworter abhören, die Klienten zurückrufen,
Termine vereinbaren. Stellen Sie sich vor, wie Sie Ihre E-Mails abrufen und Klienten über E-Mail Termine vereinbaren möchten. Stellen Sie sich vor, wie Sie diese E-Mails beantworten. Schauen Sie sich Ihre Website an. Schauen Sie sich Ihren Terminkalender an. Stellen Sie sich vor, Sie sind 3 Monate im Voraus ausgebucht. Sie haben eine Warteliste. Schauen Sie sich an, an welchen Tagen Sie arbeiten, wie viele Patienten oder Klienten Sie pro Tag hypnotisieren möchten. Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Ecke in Ihrer Praxis haben oder in diesem Bereich, vielleicht auch zu Hause, wo Sie Geschenke haben, die Ihnen Klienten als Dankeschön überreicht haben. Stellen Sie sich vor, wie Sie durch die Straßen gehen und Ihnen Menschen begegnen, die Sie kennen, aus der Therapie, aus der Praxis. Stellen Sie sich vor, wie Sie eine bekannte Persönlichkeit in Ihrem Umfeld geworden sind, in Ihrem Ort, in Ihrem Landkreis, wie man Sie auf der Straße erkennt und begrüßt. Wie Leute zu Ihnen kommen und Sie fragen, ob Sie noch einen Termin frei haben, man hätte von Ihnen gehört. Wie vielleicht sogar Firmen, Vereine, Gruppen auf Sie zukommen und Ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Vielleicht sogar Kliniken. Stellen Sie sich vor, wie Patienten auf der Straße auf Sie zukommen und sich bei Ihnen bedanken, weil es Ihnen so gut geht. Stellen Sie sich vor, dass Sie das Leben führen, dass Ihre Gesundheit sich verbessert hat, dass Ihr Privatleben sich verbessert hat, dass Ihre Freizeit mehr Qualität hat, dass Sie mehr Lebensfreude, mehr Lebensqualität, mehr Lebensfreude bekommen haben. Stellen Sie sich vor, ob Sie das Zertifikat haben oder das Diplom. Stellen Sie sich alles so detailliert wie möglich vor. Und jetzt suchen Sie in diesem Bereich nach einem Kalender oder einer Zeitung oder einem Handy oder irgendetwas anderem, vielleicht ein Radio, ein Fernseher, irgendetwas, das Ihnen einen Hinweis darauf gibt, welches Datum Sie haben. Um welches Datum es sich handelt, wenn Sie dieses Ziel erreicht haben. Und wenn Sie das Datum sehen können, dann drehen Sie sich bitte um 180 Grad. Und Sie sind immer noch in der Zukunft, an dem Datum, das Sie gesehen haben. Und Sie blicken zurück auf diesen Tag X. Auf diesen Tag der Veränderung, der Tag, an dem Sie beschlossen haben, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, um diese erfolgreiche Praxis aufzubauen. Stellen Sie sich vor, was Sie in diesem Monat, in dem Sie das beschlossen haben, noch getan haben, um Ihrem Ziel näher zu kommen und in den darauffolgenden Monaten bis zu dem heutigen Tag, an dem Sie sich in der Zukunft befinden. Schauen Sie sich ganz genau an, welche Schritte im Einzelnen notwendig waren, um dieses Ziel so erreichen zu können. Schauen Sie sich das ganz genau an. Und wenn Sie sich alles ganz genau angesehen haben, lassen Sie sich einen Moment Zeit dafür. Schauen Sie sich es ganz genau an. Ganz genau. Und dann öffnen Sie Ihre Augen, gehen Sie 3 Schritte vorwärts, drehen Sie sich um 180 Grad, schließen Sie die Augen wieder. Sie befinden sich jetzt wieder in der Gegenwart. Heute ist wieder der Tag X. Der Tag, an dem Sie beschlossen haben, alles zu tun, was auch immer notwendig sein möge, um das Ziel, eine erfolgreiche Praxis zu erreichen, um Gas zu geben, diszipliniert und durch klare Umsetzung der vorgestellten Ziele. Harte Arbeit, Disziplin, erfolgreiche Strategien, Ihr Ziel, eine erfolgreiche Hypnosepraxis zu haben. Und Sie schauen in die Zukunft, zu dem Tag, an dem Sie Ihre erfolgreiche Praxis haben werden, zu dem Datum, das Sie eben gesehen haben in Ihrer Vorstellung oder diesem Zeitpunkt. Und Sie sehen den Weg dorthin. Und jetzt stellen Sie sich vor, was Sie heute noch tun werden, um diesem Ziel näher zu kommen, was Sie morgen tun werden, um diesem Ziel näher zu kommen, was Sie bis zum Ende der Woche tun werden, um Ihrem Ziel näher zu kommen, bis zum Ende des Monats. Schauen Sie sich das genau an. Und wenn Sie sehen, was Sie heute noch tun werden,
morgen noch tun werden, bis zum Ende der Woche und bis zum Ende des Monats. Dann nehmen Sie sich ein Blatt und einen Stift und schreiben Sie auf, was Sie heute noch tun werden, morgen tun werden, um diesem Ziel näher zu kommen, eine erfolgreiche Praxis zu führen, was Sie bis zum Ende der Woche tun werden und bis zum Ende des Monats. Und wenn Sie das alles aufgeschrieben haben, dann schreiben Sie gleich noch auf das Datum der 1. des nächsten Monats, an dem Sie diese Übung wiederholen werden. So lange, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Und Sie sollten diese Übung alleine oder mit Hilfe dieser Hypnose oder dieser Anleitung, die ich Ihnen hier gebe, es ist ja keine klassische Hypnose, es ist mehr eine Technik aus dem NLP, eine Visualisierung mit Hilfe meiner Anleitung oder alleine mindestens einmal pro Monat, so lange, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Und wenn Sie das tun, werden Sie Ihr Ziel erreichen. Das verspreche ich Ihnen. Wichtig ist bei dieser Technik abschließend, dass der Klient oder eben auch Sie diese Ziele aufschreibt. Und zwar, was tue ich heute noch, heute schon angefangen, morgen, Ende der Woche, Ende des Monats. Weil man festgestellt hat, dass alles, was man nicht schriftlich fixiert, mit einer Wahrscheinlichkeit zu 90% gar nicht umgesetzt wird. Und alles, was man nicht innerhalb von 72 Stunden beginnt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 98% niemals angefangen wird. Das bedeutet also, Sie gewährleisten, dass Sie innerhalb von 72 Stunden den ersten Schritt in die richtige Richtung machen und Sie gewährleisten, dass Sie es umsetzen, weil Sie es schriftlich haben. Dadurch, dass Sie jeden Monat ein kurzes Resümee ziehen und gucken, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, machen Sie etwas, was man in der Wirtschaft Controlling nennt. Es gibt einen Unterschied zwischen Kontrolle und Controlling. Kontrolle bedeutet zum Beispiel, wenn Sie im Januar beschließen, dass Sie zum 31.12. des Jahres, desselben Jahres, eine Praxis haben möchten mit 20 Patiententerminen die Woche. Dann leben Sie so das Jahr hin und am 31. Dezember gucken Sie, ob Sie das Ziel erreicht haben. Controlling bedeutet, Sie beschließen, im Januar bis zum 31.12. möchte ich eine Praxis haben und 20 Patienten pro Woche. Dann schauen Sie am 1. Februar oder am 31. Januar, bin ich auf dem richtigen Weg? Welche Änderungen muss ich vornehmen? Sie gucken am 28. oder 29. Februar, bin ich auf dem richtigen Weg? Welche Änderungen muss ich vornehmen? Sie gucken am 31. März, bin ich auf dem richtigen Weg? Und so weiter. Und dann können Sie eventuelle Änderungen, die notwendig sind, weil sich einfach Ihr Leben ein bisschen geändert hat, vornehmen und so weiter und so fort. Vielleicht sehen Sie im Januar die Chance, in einer Klinik zu arbeiten und stellen sich vor, dass Sie diese Klinik als Kunde gewinnen können und im Dezember dann Ihre 20 Patienten haben müssten. Aber jetzt kommt es, dass Ihnen vielleicht ein Sportverein anbietet, für ihn zu arbeiten und das mit einem Umzug notwendig wäre, mit einem Praxisumzug, weil es vielleicht ein Profisportverein ist, der Sie für Trainingslager und so einbinden möchte und schon ändert sich Ihr Weg zum selben Ziel. Das Ziel ist groß genug, dass Sie es immer im Auge behalten, aber der Weg dorthin kann sich im Laufe der Zeit verändern. Oder etwas anderes, Sie lernen einfach einen neuen Partner kennen oder Ihr Partner wird beruflich versetzt und schwuppdiwupp befinden Sie sich in einer anderen Gegend und müssen einfach neu denken und planen. Wie gesagt, wenden Sie die Timeline einmal im Monat an und Sie werden eine erfolgreiche Praxis aufbauen.